Hallo Leute, schön, dass ihr da seid bei God of War Ragnarök. Ragnarök, wie ihr es wollt. Ja, wir haben uns bessere Sachen geholt in der letzten Folge. Danke. Schmiedeseisen, zerbrochene Runen. Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? So, oh, irgendwas ist immer neu gekommen. Das hier. Das ist mehr Abwehr. Ich will aber mehr hier Stärke. Aber trotzdem, das hat irgendwie cool aus. Ich nehme den mal. Vorzüglich! Ja, sah toll aus, oder? Hey, Sima. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Wie kommen wir zu den Welpen? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach! Und bring den Kopf mit. Habe ich schon. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Natürlich. Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenanführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Jäger suchen. Was meinst du, Brock? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Gut, dann gehen wir. Hört ihr das? Da rein! Aber Christian, ich kann mit ihm reden. Ich würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt einzigartig. Svartalfheim! Ha! Dämlicher Asenname! Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir. Das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Dürlin suchen solltet. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Harsch, aber zutreffend. Fimbulwinter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Gib sie her.
Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Halte sie scharf, dann hält sie dich am Leben. Mach ich. Permanent. Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren dieser Kopf. Das Problem mit deinen besonderen Bifrost-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri! Du elender Mistkerl! Öffne sie jetzt! Ah, ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist gut und lösen! Immer noch unangenehm! Unser Stichwort! Los, schnell! Ich komme! Verbrechwilligers Eier! Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn. Hörner voran. Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß. Die Ziege. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Mieterwelle bringen. Ah, sehr gut, danke. In der Taverne nach Dürlin. Dürlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück. Danke. Warte, was? Viel Glück. Danke. Okay. Spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Schön hier. Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. Vorsicht, Junge. Wieso sind die so schnell? Da hinten. Achtung, hinter dir! Nächster! Na, das geht ja schon recht munter los. Atreus,
Du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Ja, wir haben ein Boot. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Wenn du Mutter nie nach früher gefragt hast, worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt, Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Weib. Und sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Habt ihr das dort gesehen? Nein, ich habe nichts gesehen. Die Frage, kann man hier anlegen? Nee, geht nicht. Das Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Es ist feucht. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier, jetzt wo du es sagst. Der Weg geht wohl hinter dem Geysir weiter. Wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Hallo. Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Raedmars Armschutz. Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut kennst. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen. Wenn die Leben alle finden. Kenn mich ja. Okay. Ah, hier. Irgendwo muss noch eines sein. Das war jetzt nicht so schwer, ich weiß, das wird schwer. Danke. Indun Apfel, genug in Apfel gesammelt, maximale Gesundheit erhöht. Yeah! Ist das stabil genug zum Klettern? Ja, das gute alte Zwergenhandwerkskunst. Tyr war ein Freund der Riesen. Er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Von rechts!
Ja, schon. Furchtloser Schild. Tippen Sie links eins im letzten Moment an, um. Okay. Also, ich habe ja auch jetzt Schild wieder. Habe ich nicht vergessen. Komm her! Oh, reicht hier! Gut, das Rad hier oben muss ich irgendwie drehen lassen. Achtung! Wie wär's mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Gut. Oh, wow. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. So, ich weiß, da hinten war eine Höhle, oder man konnte zumindest rüber. Das müssen wir doch mal schauen hier. Okay. Nee, es war nur ein anderer Weg. Es war nur ein anderer Weg. Nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon. Aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire. Beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden, doch nun sind sie extrem. Ja, wie geil. Da oben ist auf jeden Fall eine Kiste. Die kann ich anlegen. Kann ich anlegen. Oh!
Ahoxüber. Okay. Danke. Gut, da geht's weiter. Das war's schon. Wo? Hier. Oh. Danke, Junge. Und weiter geht's. Dank aus dem Dauer des Weltenbaumes bewirkt aber auf den Vorteil. Runenkraft auf dem Zweier. Erhöht, geil. Die Geysire verschlossen? Den Sprung zum Treffen. Und nur hier machen. Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Ja. Gut, einen Geysir haben wir eingefroren. Ist sonst noch irgendwo einer? Ja, da oben ist noch einer. Der Geysir da oben stärker geworden? Beim Einziehen des Geysirs hat sich der Druck der anderen verändert. Ja, das Rad dreht sich und das Tor senkt sich. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot. Wenn die
Zwerge in dieser Welt so sind wie Brock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, ja. Viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit und ihm zu trotzen ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Ich bin kein guter Bootfahrer, merke ich gerade. Bootfahrer, vor allem Bootsfahrer. Hier irgendwo anlegen. Irgendwo muss ich hier anlegen können. Da nach hinten. Oh, sieht das hier schlimm aus. Und ja, ich bleibe wachsam. Wahrscheinlich wimmelt es hier von Grimm. Ja. EBM. Go!
Ja, hab ich schon. Danke. So, das erste Hammer. Müssen wir nur die anderen suchen. Da war eh nur einer. Hast du auch? Ja, aber nur mehr N. Irgendwo muss noch was zum... Da komme ich her. Da komme ich rauf. Da war die Kiste, die ich vorhin gesehen habe. Da muss doch was Gutes drin sein. F. Dieses Chaos entfachen. Dann schauen wir doch mal rein. So. Immer gut. War glaube ich ein N. Genau, das war's. Geil. Ich werde stärker. Komm, mein Junge. Atreus, als wolltest du Tyr als Verbündeten für den Krieg rekrutieren. Ich will uns eine Option offen. Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Ich auch. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Offenbar müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Wie immer, wir müssen 100.000 Tore öffnen. No. Er ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Greif von hinten an. Gut. Sehen, was er hat. Viele hat er. Vater, da oben. Ja, ich sehe ja hier.
Junge, Junge. Die Hälfte hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Da, eine Kette, die wir hochziehen können. Danke. Lieblingsscheiß. Webmap. Jetzt. Er klammert sich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Jetzt geht's. Kannst du den Geysir von hier öffnen? So, sehr schön und gut. Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Und jetzt? Ah, jetzt geht's. Warum ist es vorher nicht gegangen? Sehr gut. Können wir noch was treffen? Siehst du von dem Klotz aus was? Eins von Quasirs Gedicht. Sehr anspruchsvoll. Du solltest alle sammeln, die du findest. Ja, mach ich. Sammle eh alles. Bin der alte Sammler. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt,
Ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Natürlich. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Das Erdbeben vorhin. Es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Wer weiß. Wir reden so viel, aber auch ich weniger reden. Ist ja fast gut. Ich hätte mein Geschwabbel nicht. Geschwabbel. Atreus. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Nid Avellir. Hey, Zwerge. Oh, sie rennen weg. Wir mögen uns nicht. Sieht das toll aus. Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte. Und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Wieso verstecken sich alle? Wachsam bleiben. Hier gibt's Alarm und das ist auch. Ja? Mit euch reden? Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und bye bye. Thank you.